Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen das Thema Conversion näher bringen. Eine Conversion, das ist immer ein Ziel, was Sie als Werbetreibender definieren. Das könnte beispielsweise ein Kaufabschluss sein. Das ist auch der Klassiker. Also das, was Sie dann hinterher an Umsatz generieren über Ihre Google AdWords-Kampagne, das möchten Sie natürlich dann auch als Ziel definieren. Es kann aber auch sein, dass Sie als Ziel definieren, dass jemand über ein Kontaktformular zu Ihnen Kontakt aufnimmt. Auch das wäre eine Conversion. Oder der Download einer App, eines Katalogs kann eine Conversion sein. Oder aber auch das Abonnieren eines Newsletters. Also alles das, was Sie als Ziel für sich definieren, wo Sie sagen, im Rahmen dieser Werbekampagne möchte ich gerne einen bestimmten Wert steigern, beispielsweise mehr Abonnenten von einem Newsletter oder aber mehr Kontaktanfragen. Sie können diese Conversions dann messen, indem Sie in Google AdWords ein Code-Snippet generieren und diesen einbinden auf Ihre Website. Normalerweise binden Sie den ein bei einem Kontaktformular, beispielsweise wenn das Kontaktformular abgeschickt wurde oder bei einem Kauf, wenn der Kauf getätigt wurde. Dann ist die Seite, die Dankesseite, die dort entsteht, also vielen Dank für Ihren Einkauf, das ist die Seite, wo das Code-Snippet hingehört und dann kann Google das messen. Und Google kann dann eben auch das Verhältnis von den Klicks zu den Kaufabschlüssen messen. Und Sie bekommen dann eben eine sogenannte Conversion Rate. Bedeutet, wenn Sie beispielsweise 20 Klicks generieren und einen Kaufabschluss, dann haben Sie eine Conversion Rate von 5%. Das ist in der Praxis schon relativ hoch gegriffen. Also es kommt dann auch immer auf das Produkt drauf an, wie hoch die Conversion Rate ist. Aber in der Regel ist sie eigentlich niedriger, kann man sagen. Und warum diese Conversion Rate so wichtig ist, das würde ich gerne an einem kleinen Beispiel erläutern. Mal angenommen, Sie haben 10.000 Besucher, also 10.000 Klicks auf Ihrer Website. Jetzt haben Sie einmal eine Conversion Rate von 1% oder eben von 1,5%. Und wenn Sie 1% haben, dann haben Sie 100 Käufer im Vergleich zu 150 Käufern. Wenn jetzt jeder Käufer einen Umsatz von nur 25 Euro generiert, dann haben Sie zum einen bei einer Conversion Rate von 1% einen Gesamtumsatz von 2.500 Euro im Verhältnis zu einem Gesamtumsatz von 3.750 Euro. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann wird relativ schnell klar, dass beispielsweise eine Buchungsstrecke oder eine Kaufabschlussstrecke lohnenswert sein kann, zu optimieren. Es gibt da in der Praxis verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise über Eye-Tracking, eben zu gucken, wo könnten Kunden auch haken, wo gibt es Irritationen im Buchungsprozess. Und wenn man den optimiert und die Conversion Rate eben darüber steigern kann, dann kann sich das monetär relativ schnell auszahlen. Wichtig ist dann aber auch zu sehen, dass man das natürlich auch nehmen kann, diese Conversion, um eben eine Kampagne in Google AdWords zu definieren und budgetär zu hinterlegen. Denn wenn ich weiß, wie viel mich eine Conversion kostet, dann kann ich das ins Verhältnis setzen zu dem Gewinn, den ich pro Conversion erziele. Ein Beispiel, Sie haben 100 Klicks und erzielen darauf einen Kauf. Dann wissen Sie, ein Kauf kostet mich 100 Euro bei Google AdWords. Wenn jetzt Sie über den Kauf einen Gewinn erzielen von 150 Euro, dann wissen Sie, dass 50 Euro an Gewinn übrig bleiben und die anderen 100 Euro sind der Budgeteinsatz in Google AdWords. Das heißt, Sie haben hier ein sehr transparentes Modell, was Sie nehmen können, um eben auch eine Erfolgsmessung zu machen zum einen und zum anderen eben auch zu kalkulieren, wie viel Budget kann ich denn in Google AdWords einsetzen, wie viel ist für mich noch lohnenswert. Das ist allerdings, und das muss man abschließend dazu sagen, alles in diesem Kosmos von Google AdWords. Das heißt, es kommen natürlich noch ganz viele weitere Faktoren dazu, wie Mundpropaganda, äußere Faktoren, weitere Werbemaßnahmen, die Sie haben, die Sie in diesen Bereich nicht mit einkalkulieren können.
Aber innerhalb von Google AdWords bietet Ihnen das ein sehr gutes Gerüst, um eben Erfolgsmessung und eben auch Budgetplanung vornehmen zu können.